In einigen Fußgängerzonen und Einkaufspassagen schießen sie aus dem Boden. Die Rede ist von Billigdiscountern, die Kleidung, Dekoartikel und mehr zu extrem niedrigen Preisen verkaufen. In Zeiten von hoher Inflation und teuren Mieten sparen immer mehr Kunden durch das Shoppen in 1-Euro-Stores. Sie schießen wie Pilze aus dem Boden. Billigdiscounter nutzen die Sparsamkeit vieler Verbraucher und drängen mit Macht in die Innenstädte. Also Preise sind super, also da kannst du gar nichts sagen. Ich habe jetzt für 2 Pullover 6 € bezahlt, also das ist nicht viel. Hier, das war sogar im Angebot und das fand ich richtig gut für 5 €. Teddy Kick Action NKD, es werden mehr und mehr. Der nächste steht bereits in den Startlöchern, Pepco. Der Bedarf ist jetzt da und dann muss ich zeigen, wer das bessere Konzept hat. Max zeigt, warum diese Geschäfte im stationären Bereich unschlagbar sind, online aber keine Chance hätten. Während die einen aufgeben und für immer ihre Geschäfte schließen, öffnen die anderen eine Filiale nach der anderen. Discounter boomen, der Inflation und Energiekrise sei Dank. Beispiel Woolworth. Die Discounterkette aus Unna hat sich vorgenommen, in Deutschland 1500 Filialen zu betreiben. Aktuell sind es 640. 1 Million Besucher täglich sorgen für gute Umsätze. Von 2010 bis 2023 konnte Woolworth diese von 200 auf 900 Millionen steigern. Ich bin froh, dass es solche Läden gibt, wo können wir einkaufen, so ärmere Schicht sozusagen. Wer da keinen Wert drauf legt, auf diese teuren Sachen, der ist da eigentlich ganz gut aufgehoben. Also da kannst du schon eine gute Tüte einkaufen für 50 €, sagen wir mal so. Und ähnlich erfolgreich läuft es auch bei den anderen. Action steigerte 2023 im Vergleich zum Vorjahr seinen Umsatz um 27,8% auf 11,3 Milliarden. Kick um 14% auf 2,5 Milliarden Euro. Teddy und Woolworth, die zusammengehören, um 19% auf 2,34 Milliarden Euro. Über dieses Thema hat meine Kollegin Melanie Böff aus der ARD-Finanzredaktion mit dem Unternehmensberater Thomas Harms gesprochen. Sie wollte wissen, was das genau für Firmen sind, die da in die Fußgängerzonen drängen. Also das sind Unternehmen, die sich auf ein beschränktes Sortiment konzentrieren und dort dann besonders gut und besonders günstig sind. Und die Motivation der Kunden, wir haben es im Beitrag gehört, da gibt es 2. Die eine Dame hat gesagt, es ist schön, dass es was gibt für Menschen, die sich das sonst nicht leisten können. Und die andere hat gesagt, ich will das gar nicht. Ich möchte nicht immer für Dinge des täglichen Bedarfs so viel Geld ausgeben. Und durch die Konzentration auf das beschränkte Sortiment und auch die Einfachheit in allen Abläufen sind die Preise so niedrig und deswegen gehen die Menschen dahin. Okay, und in Zeiten von Inflation, hohen Preisen, wo das Geld einfach knapper sitzt in vielen Taschen, kann man das ja auch sehr gut nachvollziehen. Welche neuen Unternehmen, wir haben es ja auch schon gesehen, Pepco, Action aus dem Ausland, welche neuen Player gibt es denn da auf dem Markt? Ja, das sind genau die, die Sie genannt haben. Und dann dürfen wir nicht vergessen, dass im Online jetzt die Chinesen zu uns kommen mit Temu, Shein, die das auch sehr erfolgreich machen, sehr stark gewachsen sind. Also es sind die Stationären, die Sie genannt haben, und dann diese beiden chinesischen Wettbewerber. Jetzt hatten wir aber jahrelang von Pepco und Action nichts gehört, würde ich mal meinen. Und auf einmal drängen die nach Deutschland. Ist Deutschland da vielleicht ein besonders attraktiver Markt oder wie lässt sich das erklären? Also Deutschland war immer Discountland. Aldi, Lidl haben das hier geprägt und die Deutschen dazu erzogen, insbesondere zu verstehen, dass die Qualität beim Discounter nicht schlecht sein muss, sondern vergleichbar ist mit dem einer Zweitmarke, die man sonst im normalen Regal findet. Und Deutschland ist jetzt interessant. Also am Anfang ist Deutschland sehr wettbewerbsintensiv. Wir haben doppelt so viel Einzelhandelsfläche wie alle anderen Länder um uns rum. Deswegen fangen die hier nicht an. Dann probieren die ihre Konzepte in den Niederlanden oder in Osteuropa aus. Und wenn das dann funktioniert, dann trauen die sich in den deutschen Markt. Aber die Zeit ist reif, weil der Markt sich polarisiert. Sie haben Hallhuber, P&C angesprochen. Die stehen im Grunde für nichts. Also sie sind nicht so klar positioniert auf Preis, Einfachheit, auf dass sie sagen, okay, ich kümmere mich eigentlich nicht darum, was ich haben möchte und kriege es aber möglichst simpel. Und auf der anderen Seite wollen die Menschen sich was gönnen, auch in schlechten Zeiten. Aber dann wollen sie Service, vielleicht ein bisschen Luxus. Und das bieten diese Unternehmen in der Mitte gerade nicht.
werden dann irrelevant. Die Kunden gehen nicht mehr hin und verschwinden dann vom Markt. Und das heißt, im Zweifel legt man dann vielleicht als Kundin oder als Kunde gar nicht mehr so viel mehr Wert auf schön gestaltete Geschäfte oder einen guten Service, eine gute Beratung und denkt sich, naja, dann schlägt das der Preis? Absolut. Mhm. Genau richtig zusammengefasst. In dem Fall zählt nur schnell rein, schnell raus. Alles da, was ich zum täglichen Leben brauche und das zu einem bestmöglichen Preis. Jetzt ist es, finde ich, ganz interessant. Sie haben ja gerade gesagt, Deutschland ist Discountland. Ich glaube, das wissen wir alle. Lebensmittel sind extrem billig im Vergleich in Deutschland, gerade bei den Billigdiscountern. Kann man denn solche Konzepte eins zu eins übertragen? Weil ich meine jetzt Pepco, Teddy, Kick, Action, wie sie alle heißen, verkaufen ja eher weniger Lebensmittel, sondern hauptsächlich Geschirr, Deko, Klamotten, Gartenbedarf. Ja. Das Prinzip ist das gleiche. Also ein Aldi und ein Lidl haben 1.000 bis 2.000 Artikel im Sortiment, ein normaler Supermarkt 10.000. Ein Action hat 2.000 Artikel in seinem Standardsortiment und erfrischt das dann für den Jagdinstinkt mit Pools, habe ich heute Morgen gesehen, die man dann jetzt sich in den Garten stellen kann, wenn denn endlich Sommer wird. So, wenn Sie sich auf die Artikel konzentrieren, die Produktionsbedingungen verstehen, alles möglichst einfach machen auf dem Weg zum Kunden, dann sind Sie bei den 2000 Artikeln im Preis und in der Qualität vorne. Okay. Jetzt hatten Sie schon mal in dem Interview aus dem Beitrag, den wir gerade gesehen haben, das kommt aber zu einem späteren Zeitpunkt, gesagt, dass die Marktanteile der Discounter in Deutschland noch bei etwa 15% des Einzelhandels ohne Lebensmittelgeschäft liegen. Also Non-Food-Bereich sprechen wir da. Und da sagen Sie, da sei sogar noch eine Menge Luft nach oben. Was erwarten Sie da? Gut, im Prozent lässt sich da, wenn ich das genau wüsste, müsste ich hier nicht stehen. Aber im Grunde würden wir durchaus davon ausgehen, dass sich das noch verdoppeln kann. Also gerade wenn Sie jetzt sehen, wie stark auch Temu und Shein wachsen, ist da noch sehr viel Luft nach oben. Weil ich glaube, dass 80% der Dinge, die wir täglich kaufen, wir einfach nur kaufen, weil wir sie haben müssen und sie interessieren uns nicht wirklich. Und da sind die Discounter die richtigen Partner. Und wenn wir jetzt mal versuchen, den Blick in die Zukunft zu wagen, das mit der Glaskugel ist immer schwierig, aber Sie haben ja auch lange Erfahrung in diesem Bereich. Dieses Konzept, wird das jetzt einfach so weiter bestehen bleiben, immer mehr werden? Wird es sich noch mal verändern? Was erwarten Sie da vielleicht? Also Handel verändert sich permanent. Händler sind wie Trüffelschweine. Da wird jeden Tag ein Trend entdeckt, neu reagiert, das Sortiment verändert, verbessert. Technologie spielt eine entscheidende Rolle heute. Wenn Sie sehen, dass Sie Design der Produkte schon mit Social Media Analysen machen können, dann wird sich das erheblich verändern. Aber das Grundprinzip wird gleich bleiben. Die Unternehmen werden wachsen. Und dann werden wir aber auch sehen, dass es ein Plateau gibt. Und da müssen wir gucken, was passiert. Die jetzigen Discounter sind ja bewusst nicht online. Ich erwarte, dass die auch Online-Angebote machen werden und dadurch sich wieder verändern. Also es ist permanent in Transformation. Ein Aldi heute sieht auch ganz anders aus als vor 20 Jahren. Das stimmt. Wenn wir durch diese Läden laufen und uns die Regale und das Sortiment anschauen, dann fällt eines vor allem auf, die verkaufen im Grunde, plakativ gesprochen, alle das Gleiche. Kannibalisieren die sich da nicht gegenseitig? Also ja und nein, also natürlich, also das kommt dann irgendwann zu einer Grenze, wo die regional aufeinanderstoßen und dann gehen sie zu dem einen oder anderen, der eben dann in den Feinheiten dieses Sortiment ein ganz klein bisschen besser hat. Sie sehen bei dem einen Wettbewerber, dass der Markenprodukte wie Persil zum Beispiel im Angebot hat. Ein anderer hat das nicht, der hat nur Eigenmarken, so wie bei Lidl und bei Aldi. Und dann muss der Verbraucher entscheiden, was ihm dann am Ende lieber ist. Und der gewinnt dann ein bisschen mehr Marktanteil, der andere weniger. Aber die Kannibalisierung im Moment, der Markt ist da, die werden wachsen. Und verschwinden werden eher die, die nicht dann das Service-Element und alles drumherum bieten für den Teil des Einkaufs, wo wir uns was gönnen wollen.